Jo, hier geht's rein. Die Frage ist nur, ist das jetzt, heißt das immer noch Patenza? Ach nee, das heißt jetzt ab hier oben Steinbruch Trail. Einmal piepen reicht. Genau. Top. Check Monty. Warte, jetzt muss ich hier noch. Wann soll ich erstmal vorfahren? Also, okay, wir müssen mal gucken. Ich bin halt mit dem Hardtail nicht ganz so schnell. Jetzt hat er einen neuen coolen Freund und jetzt ist er raus, oder wie? Dann kommt hier jetzt der flowige Abschnitt. Das wurde nämlich neu gebaut. Ah, hätte man da drin können. Nee, traue ich mich nicht. Bisschen kürzer sind, dann traue ich mich. Hui, das Hardtail poppt echt ganz schön. Genau, hier wollte ich sowieso warten. Geil. Das nenne ich mal Hardtail-Action. Boah. Ich muss gerade einfach versuchen, so locker wie möglich zu sein, damit ich das mit dem Hardtail wegstecken kann. Also schwerer als das da oben wird es halt echt nicht mehr. Okay, das hier ist ja auch alles neu. Früher war es noch ein richtig schöner Enduro-Trail. Denk dran, make early release. Ja, das war jetzt genau meins.
Ich muss nur noch lernen, die Anlieger besser zu fahren. Also rechtzeitig bremsen, wieder aufmachen. Und weil ich so viel Naturtrails fahre, bin ich in Anliegern so wenig geübt. Oh. Die war auch sehr offen. Fast rausgeschossen. Ich meine, im Endeffekt, man kann auch einfach, wenn man ehrlich ist, total dankbar dafür sein, dass es so eine Region gibt, die so bikerfreundlich ist und ja, also wo auch so ein cooles Miteinander mit Wanderern und also es hier alles funktioniert. Ich habe hier noch nie Konflikte erlebt oder so. Nein, also eigentlich nur positive Erlebnisse gemacht. Man muss ein bisschen Respekt haben. Das ist halt echt schon schwammig mit dem Hardtail. Das ist jetzt einfach so steil und mit diesem Geröll hier, da musst du so aufpassen. Okay. Das ist auch Wahnsinn, wie man das ganze Stück hier auf der Bremse steht. Ja, und irgendwann hast du auf dem losen Geröll, du hast halt keinen Bremsweg mehr. Oder er wird halt zu langweilig. Also. Okay. Genau, dann fahren wir jeweils im Doppelpack. Flachere Winkel von Bremsgriffen ist aber geil. So, und ab jetzt kommt der coole Abschnitt. Am Anfang hatte ich das noch, wenn du mit Kamera fährst, dass du dann denkst, die Kamera läuft mit und du willst cool fahren. Und, aber wo ich mir auch irgendwann gesagt habe, so hey, also fahr so, wie du dich wohlfühlst. Also, weil du machst es ja, um Spaß zu haben, nicht um Leuten was zu beweisen oder sonst irgendwas. Und vor allem, wenn du dann halt über dein Limit fährst, dann macht es halt irgendwann auch keinen Spaß mehr. Also. Fahr ruhig vor, das ist auch cool für die Kamera. Dann hast du was zu sehen. Wenn ich dranbleib.
ich mir sowas für eine Harley antun. Mit mir kann ich so manch einen Vogel zeigen. Boah. Nicht bei ihm dran zu bleiben. Das ist zu ruppig mit Martin. Das ermüdet mich dann doch zu sehr. Und dann fahre ich mit dem HT auch nicht über mein Limit. Hier wäre ein kleines Gap gewesen. Rutschiger Stein. Ja, schön, ja. Ja, ja, geil. Bisschen länger. Aber ich finde, das ist jetzt der Rest vom Trail ist genau die richtige Mischung zwischen Flow und bisschen Tacky. Also ja. Es geht jetzt eigentlich die ganze Zeit so weiter. Ach geil, die Liegestühle stehen ja immer noch hier. Ah, okay, das wäre quasi... Ja, okay. Wie gesagt, man braucht niemandem was beweisen. Mir schon manchmal echt ganz schön die Füße auf den Pedalen weg.
Ach komm, dann fahre ich auch noch mal ein kleines Stück vor. Okay, das ist kein Feature, ist keine Option zum Rollen. Okay, hier darf sich jeder eine eigene Line raussuchen. Ich dachte doch gerade schon, ich mache hier was falsch. Ah, auch eine interessante Option. Sowas muss auch mal sein. Sonst bin ich immer so drin, dass ich einfach durchfahre. Aber hast halt nie irgendwie Fotos und so. Und die beiden meinen so, ey, wäre cool, wenn du mal ein Foto machen könntest. Mein Fuß. Oh. Oh. So langsam wird's anstrengend mit dem Hardtail. Pedal verloren. Genau. Und wenn wir jetzt runterfahren, kommt da vorne gleich dieser Wanderweg und dann kommen wir unten an der Edge raus. Du kennst den, oder? Genau, der hat 3 Schlüsselstellen, glaube ich. Alter, ist das geil! Genau, hier ist das. Hier meinte ich. Was ist hier? Da geht's weiter. Ja, ja. Alter, wie geil war denn dieser kleine Anlieger in der Kurve, ey? Ey, und ich habe gerade den längsten Manual meines Lebens, glaube ich, gemacht. Und das auch noch mit dem Hardtail. Aber sehr geil, dass du den kanntest. Und, es gibt 3 Schlüsselstellen. Also 3 Stellen, die halt einfach sehr schwer zu fahren sind.
So, ich glaube, hier kommt gleich Schlüsselstelle Nummer 1. Das müsste jetzt, glaube ich, direkt hier vorne sein. Genau, hier ist die erste Schlüsselstelle. Also diese, ich glaube, das können wir machen. Okay, geht auch mit dem Hardtail. Geil! Mega cool! Auf jeden Und dann, du siehst alle diese Wurzeln und Steine und so. Ich glaube, ich will das noch mal fahren. Tatsächlich, bei der Stelle würde ich euch echt empfehlen, guckt euch das vorher in Ruhe an und überlegt, ob ihr es machen wollt. Wir sind dabei. Aber ganz ehrlich, das ist ja nicht schlimmer als das, was du schon gefahren bist. Ja, ich fahre mal eine andere Line. Bravo, bravo. 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 Wow. Yes. Nice. Ja, danke. Ja, wir haben also gut geübt im Thüringer. Ich habe gesagt, Benny sagt immer tief ins Bike. Ja, es ist so. Aufpassen. Ich finde das so krass, wie fett du geworden bist. Also Wahnsinn. Ja, geil. Freut mich. Ja, mich auch. Also. Zwei Jubiläen. Zwei Jubiläen. Also der Trail hier, das sind vielleicht noch 200 Meter. Ah, oh, das muss ich noch mal versuchen. Ich hätte es fast gehabt. Ist das diese zweite Stelle? Ja. Ah, nee, lass ich lieber. Das sehe ich jetzt schon. Ich meine, man könnte eigentlich auch hier oben rüber rollen. Aber ich versuche jetzt noch mal die Variante mit umsetzen. Auf die Steine. Ja, ich glaube, ich versuche jetzt hier die Outside. Das muss hier bleiben. Und jetzt? Ja, perfekt. Ja. Oh. Alter, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal mit dem Hardtail runterfahre. Jetzt habe ich voll verkackt. Eigentlich wollte ich nämlich hier anhalten und auf die anderen warten. Bin aber am Vorderrad gerutscht. Ah, okay. Inside geht. Na, kalter Schnelle im verblockten Gelände.
Das ist halt mit dem Hardtail mega brutal. Da haut's mich auch immer wieder auf den Pedalen hin und her. Alter! Beine und Hände tot. Aber richtig geil. Ich bin mega happy, dass ich das Ding mit dem Fahrrad Hardtail bewältigt habe. Also gerade da unten diese Schlüsselstellen.